Die neue Welt beginnt in deinem Herzen. Das ist nicht eine schöne Botschaft. Das ist der Titel eines neuen Buches meines heutigen Gastes, die schon mal bei uns war. Das ist die wunderbare Nadine Reuter. Ich grüße dich. Ich grüße dich, Thomas. Schön, dass du wieder hier bist. Danke, schön wieder da zu sein. Ja, und wir sprechen heute so ein bisschen über die jetzigen Zeiten, die kommenden Zeiten, auch ein bisschen auch aus spiritueller Sicht, was das bedeutet, worin wir uns alle befinden, was wir daraus lernen können. Und das Ganze geschieht auf Mystica TV. Ja, die neue Welt beginnt in deinem Herzen. Das ist echt ein schöner Titel und auch, ich glaube, darum soll es uns heute auch gehen. Ne? Wir wollen so ein bisschen diese verrückten Zeiten betrachten, aber auch aus spiritueller Sicht. Ja, wie kann man das noch anders verstehen, ohne sich zu sehr zu verstricken? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir vielleicht jetzt mehr denn je lernen müssen, dürfen, können, sollen, im Herzen sich zu zentrieren, weil nur dadurch in dieser inneren Mitte können wir den äußeren Stürmen entgegen weiter unseren Weg gehen, oder? Ja, so sehe ich das auch. Ja, und der Titel des neuen Buches ist wirklich in meinem Herzen entstanden. Mhm. Ich habe mich einfach geöffnet und dann kam dieser Titel, die neue Welt beginnt in deinem Herzen. Und die heutige Weltlage spornt uns ja auch an, immer mehr nach innen zu gehen und ist auch eine große Möglichkeit, wirklich für uns Menschen, uns noch mal tiefer kennenzulernen. Weil wir sind so schnell abgelenkt durch das Äußere und gehen dahin. Überall wird uns etwas angeboten. Oder erzählt. Ja. und da jetzt einfach mal einen Schritt zurück zu machen und diese Zeit zu nutzen, wirklich tiefer zu gehen. Und auch diese multidimensionalen Ebenen, die in uns ja ständig aktiv sind, mal ganzheitlich zu erfahren, das ist ein positiver Aspekt von dem Ganzen. Ja. Ja, und ich denke, das ist ja schon, es sind auch krisenhafte Zustände, ganz klar, aufgrund eines Themas, das wir jetzt gar nicht groß benennen müssen, weil jeder weiß, wovon wir sprechen, C-Punkt, das ja nur ein Symbol ist für eine globale Wendezeit. Ja? Und man erlebt schon sehr viel Unruhe und Meinungen, die aufeinander driften. Und es mag schon sein, dass nur das so krisenhafte Zustände uns helfen, wieder noch klarer herauszufinden, wie fühle ich eigentlich, was für ein Mensch möchte ich denn sein in dieser Welt? Also das ist so mein Gefühl, dass es da immer mehr darum geht, oder? Was ist so dein Gefühl? Was können wir noch lernen aus diesen verrückten Zeiten? Wie können wir da uns entwickeln? Ja. Es gibt ja ganz viele Meinungen, die wir antreffen, oder? Auf medialen Plattformen oder in der Familie oder bei der Arbeit, im Freundeskreis. Ich habe einfach das Gefühl, umso mehr wir uns all diesen Meinungen öffnen, umso wirrer wird der Kopf. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht mit der jetzigen Weltlage auseinandersetzen. Klar, das ist wichtig. Aber ich habe das Gefühl, zentral ist, dass wir uns wirklich nach oben verbinden. Mhm. Dass wir uns ganz bewusst wieder ein Gottvertrauen wieder entwickeln, uns nach oben verbinden. Und dann hören wir wirklich diese ganzheitlichen Stimmen in uns, die nicht einfach durch den Schmerzaspekt kommen der Menschen. Oder weil jeder hat einen anderen Schmerzkörper, geht anders mit der Situation um und argumentiert natürlich dann aus diesem Schmerz oder aus dieser Angst heraus. Und wir können ja sehen, dass die Menschen in einer Art Angstpsychose im Moment sind. Also viele, auf jeden Fall. Viele Menschen, genau. Und das bedeutet, die Angst im unteren morphogenetischen Feld ist immer in Verbindung mit Gedanken, die aus Eventualitäten heraus geboren werden. Und die Angst an für sich im oberen morphogenetischen Feld ist nur ein Instinkt, einfach sagt, Achtung, eine neue Situation, schauen wir mal, was wir daraus machen. Und dann spüren wir auch eine Kraft. Die Angst ist auch wie ein Wächterengel oder wie ein innerer Samurai, der uns wachhält und sagt, hey, Achtung, da ist mal was anderes los. Und wenn wir aus dieser Kraft heraus in die Welt schauen und in der Verbindung mit
mit dem Himmel und der Erde natürlich, dann hören wir wirklich ganzheitliche Stimmen, die in uns sprechen, die uns dann auch anders führen oder uns helfen, auch anders mit dieser Situation umzugehen. Mhm. Und deshalb empfinde ich das als große Chance, dass jeder Mensch unabhängig von Religion oder Nationalität oder Alter seine ganz persönliche Gotteserfahrung jetzt wieder erleben darf und auch diese Gotteserfahrung oder diese Verbindung einfach wieder vermehrt stärkt. Weil vieles ist selbstverständlich geworden, ja, in unserem Leben. Und jetzt einfach wieder dankbarer zu sein für die schönen Momente, die wir haben und so weiter, das führt uns ein Stück näher zu uns selbst. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Zeit, wo die Gefahr da ist, dass wir uns verlieren. Oder es ist wie beides da, ja. Aber es kommt auf uns darauf an, für welchen Weg wir uns entscheiden. Schauen wir aus der Opferhaltung heraus oder schauen wir es als Chance an, uns wirklich darin zu ermächtigen? Ja, und das ist ja wirklich ein komplexes Geschehen, sowohl um uns herum als auch in uns. Ja? Also ich habe bei mir so bemerkt, die ersten Wochen dachte ich, boah, cool, Wendezahl, jetzt geht's los, boah, ich bin mal nur für mich und so. Und dann habe ich mich aber nämlich so sehr verstrickt in diese ganzen Recherchen, wo ich dann auch merkte, das tut eigentlich meiner Seele nicht gut. Plus ich merkte, dass auch ich nochmal getriggert wurde, alte traumatische Strukturen hochploppten und ich da jetzt echt ein halbes Jahr damit zu tun hatte. Und merkte, okay, also das ist immer wieder neu die Herausforderung gewesen, da so ein Gleichgewicht zu finden. Weil man kann sich ja auch nicht zu sehr verschließen. Es ist ja auch wichtig zu beobachten, was geschieht denn da im Äußeren. Was gibt es da für Pläne, für Geschichten, für Erzählungen. Ja? Und was fühlt sich für mich wahr und richtig an? Ja. Also da so eine Orientierung zu finden. Wie finden wir die? Wie lernen wir wieder mehr auf unser Herz zu hören? Ich finde, das hast du schön gesagt, weil es gab ja schon immer Übergangsphasen, mhm, es gab schon immer Zyklen oder von, wir hatten die Renaissance, das Mittelalter, dann wir hatten immer wieder das industrielle Zeitalter. Es gab immer Zyklen, doch jetzt sind wir in einem größeren Zyklus. Mhm. Das spüren wir ja. Also jetzt geht es wirklich um was Größeres und schon die Urkulturen, wie auch die indianischen Lehren sprechen ja von einem Zeitalter, das jetzt zu Ende geht, also dieses Kali-Yuga, das wirklich jetzt dieses 5000 Jahre alte Zeitalter, das jetzt zu Ende geht, das Zeitalter der Spaltung. Und wir kommen jetzt in ein neues Zeitalter, in ein Zeitalter, wo der Mensch wirklich wieder mehr in eine Co-Kreation mit der geistigen Welt kommt. Das bedeutet ein Zeitalter, wo der Mensch wieder mehr erkennt, wer er wirklich ist. Ein Lichtwesen in einem menschlichen Körper. Und deshalb sind diese Zyklen oder diese Erfahrung im Moment ist so stark, weil wir natürlich diese alten Strukturen, die mit denen kommen wir jetzt enorm in Kontakt. Und wichtig ist einfach zu wissen, dass wir in einer Übergangsphase sind. Mhm. Also das bedeutet, diese Übergangsphase, die dauert jetzt nicht Jahrhunderte oder Jahrzehnte, sondern es ist eine Übergangsphase von ein paar Jahren. Und deshalb ist es ganz wichtig, nicht den Kopf und den Mut zu verlieren in dieser Übergangsphase, sondern wirklich eben diese Herausforderung, so wie du es gesagt hast, anzunehmen, dass wir es als Chance sehen, diese alten Muster in uns, diese alten karmischen Strukturen jetzt wirklich auch anzuschauen, diese Gefühle zu durchleben, die persönlich und kollektiv uns gespiegelt werden, weil das authentische Fühlen ist wie der Schlüssel in ein erweitertes Bewusstsein. Mhm. Weil wir haben so viele Jahre, haben wir alles getan, um die Gefühle zu unterdrücken. Mhm. Also persönlich und es wurde uns natürlich auch von außen so einsuggeriert. Absolut, ja. Das Verstandesdenken überwog, das materielle Denken ganz überwog. Genau, dieses, das egobezogene mehr Geld, ja, mehr Reichtum. Und also diese ganz Dinge, genau, die ja letztlich der Seele gar nichts zu sagen, weil sie nichts davon hat letztlich. Ganz genau, dieses materialistische Zeitalter, das uns auch dann überall natürlich eben Angebote bietet, dass wir eben fühlen können. Und jetzt dürfen wir wieder lernen,
tiefer zu gehen in unserem Gefühlsspektrum und auch wieder zu lernen, das Licht aufrecht zu erhalten. Mhm. Weil die Aufrechterhaltung des Lichtes ist eigentlich die schwerste Prüfung. Mhm. Aber es ist auch der Weg in ein schöneres Zeitalter. Aber dass wir das Licht aufrechterhalten können, ist es wichtig, dass wir durch den Geburtsprozess der Gefühle hindurchgehen. Und weil in jedem Gefühl, im Kern jedes Gefühls ist eine Liebe oder ist diese Gottesliebe. Und das jetzt immer mehr zu erfahren, ich habe das Gefühl, immer mehr Menschen erkennen jetzt diesen Erlösungsweg, sage ich jetzt mal, wo wir ja alle hier erleben miteinander. Und mehr ins Herz kommen bedeutet für mich, nicht mehr zu unterscheiden zwischen negativen und positiven Gefühlen, sondern die Herausforderung anzunehmen, durch all diese Gefühle hindurchzugehen, ohne natürlich nicht alles gut zu heißen. Das ist ein großer Unterschied. Aber eben auch nicht zu verdrängen und zu verurteilen, aber für sich zu entscheiden, was ist so der Weg. Ja, ich habe auch das Gefühl, wir sind in eben auch dieser Wendezeit und was es für manche Menschen, selbst im spirituellen Bereich, manchmal so schwierig macht, es fällt so schwer, eine Vision zu haben für das, was danach ist. Ist aber vielleicht auch deswegen schwer, weil wir es ja erst zusammen kreieren, oder? Wie siehst du das? Oder gibt es diese Vision? Hast du selbst eine Vision, wie sozusagen dieses vielleicht goldene Zeitalter irgendwann aussieht, wenn wir durch die Krise hindurch sind? Das hängt sehr von den Menschen jetzt ab, wie jeder Mensch mit der Situation umgeht. Ich habe das Gefühl, wichtig ist jetzt einfach, dass die Menschen oder dass wir Menschen lernen zu unterscheiden. Weil Intelligenz bedeutet Unterscheidungsvermögen. Und dieses Unterscheidungsvermögen findet statt, indem wir uns immer mehr mit der geistigen Welt verbinden und der Erde in Co-Kreation kommen mit der geistigen Welt, immer tiefer gehen in unseren Gefühlen und uns immer weniger quer verbinden. Mhm. Weil umso mehr wir uns quer verbinden, umso mehr werden wir instrumentalisiert oder wir lassen uns einfach treiben in all diesen Eventualitäten. Und ich habe aber trotzdem ganz fest die Vision oder einfach das Gefühl in mir, dass immer mehr Menschen jetzt auch wirklich den Mut entwickeln, da wirklich bewusster mit sich zu sein. Und wenn nur 10 oder 20% der Menschheit jetzt das Bewusstsein immer mehr ausdehnt und erweitert, dann reicht das, um eine, wie soll ich sagen, um eine Umwälzung oder eine neue Energie auf die Erde zu bringen. Ja, das wird ja manchmal gesagt, ja, von verschiedenen spirituellen Quellen. Wie wichtig ist das Miteinander in diesem Fall? Also ich glaube, allein schaffen wir das ja auch nicht. Es ist wichtig, dass die Menschen guten Herzens sich da unterstützen, ja, sozusagen sich gegenseitig erinnern geradezu. Ja, das ist doch so dein Gefühl. Ähnlich wahrscheinlich, ne? Ja, das ist auch das Schöne an dieser Zeit, dass sich jetzt immer mehr Menschen finden, die wirklich auf dem gleichen Bewusstseinsweg sind. Weil ich habe ja schon vor Jahren gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass es auf der Erde wie verschiedene Bewusstseinsebenen gibt. Oder so wie, ich stelle es mir vor, wie verschiedene Bewusstseinsschiffe, wo die Menschen dann einsteigen. Mhm. Und je nachdem, wo wir sind, in dieses Schiff steigen wir ein. Also wir können dann nicht entscheiden, wo wir einsteigen, sondern je nach unserem Bewusstsein schwingen wir dann mit einer gewissen geistigen Familie mit. Also geistigen Familie meine ich mit Menschen, die jetzt nicht in unserer Ursprungsfamilie mit uns verbunden sind, sondern einfach wirklich aus dem geistigen Gut. Also Wahlverwandtschaften, Menschen, die von Herzen gleich unterwegs sind, sozusagen. Genau. Und jedes Bewusstsein vertritt natürlich etwas anderes. Und deshalb müssen wir jetzt sehr in die Selbstverantwortung kommen und gute Entscheidungen treffen, in welches Schiff wir da einsteigen möchten. Weil das hat natürlich dann auch gewisse Konsequenzen für unseren weiteren Seelenweg. Mhm.
Ja, und Verantwortung, Selbstverantwortung ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, ne? Also wie also sozusagen noch mehr zu lernen, was tut mir gut, welchen Weg kann ich gehen, was sollte ich eher vermeiden. Das sind ja alles wichtige, wird immer wichtiger, finde ich, ja, also in dieser Zeit. Würdest du sagen, es ist auch total wichtig, sich, ich sage mal, tägliche Rituale, Übungen, Meditationen, sich zur Gewohnheit zu machen, um sich dann immer wieder zu zentrieren? Oder wie, was würdest du empfehlen? Also ich würde empfehlen, im Moment vor allem sich auf die Aufrechterhaltung des Lichtes zu konzentrieren. Mhm. Also einfach standhaft bleiben im eigenen Licht. Mhm. Wie du vorhin gesagt hast, wie ein Pfeiler im wellenden Wasser, da einfach nicht mitzugehen, sondern wirklich einfach sich sehr mit dem eigenen Herzen zu verbinden, weil vieles ist künstlich geworden auf dieser Erde. Ja. Und nicht mehr natürlich. Mhm. Und wir sehen ja auch eben, vieles ist künstliche Intelligenz. Diese künstliche Intelligenz ist nicht eine natürliche Intelligenz. Und vor allem die Herzintelligenz. Mhm. Das mhm. ist die richtige Frequenz, mhm. um unterscheiden zu können. Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, es sind wirklich sehr viele verengte Sichtweisen unterwegs, wo sozusagen die Menschen sich untereinander gar nicht mehr verstehen, weil beide aus unterschiedlichen engen Sichtweisen überhaupt keine Sprache mehr miteinander sprechen. Ja. Während die Sprache, um es jetzt mal romantisch zu sagen, des Herzens ja universell ist. Ja? Und ja. wenn wir da wieder uns anschließen, werden wir ja auch geführt. Ja, genau. Ja. Und problematisch sehe ich halt einfach auch vor allem die jüngere Generation, mhm. weil die jüngere Generation bringt ein sehr erweitertes Bewusstsein mit, aber zum Teil eine unterentwickelte Emotionalität, mhm, weil sie ja. in einer Gesellschaft aufwachsen, wo sehr geprägt ist durch diese künstliche Intelligenz mhm. oder durch diese virtuelle Welt. Sie können nicht mehr unterscheiden zwischen Recht und Unrecht, weil wir kennen die alte Welt noch oder wir sind noch an einen Stammtisch gesessen, wir hatten noch eine Meinung, wir gingen noch auf die Straße, wir hatten... Ja, genau, das also vor 30 Jahren wurde das noch richtig, möglich, richtig genau. auseinandergesetzt und es gab unterschiedliche Sichtweisen, es war genau. eigentlich viel toleranter, muss man absolut. sagen. Absolut, ja. wir konnten auch noch eine Meinung haben mhm. oder mhm. wir, und heute, ja, viele Selbstdenker, ist es nicht mehr so einfach so eine eigene mhm. Meinung zu haben. Und deshalb ist es wichtig, vor allem für die neue Generation, dass wir sie wirklich auf der Gefühlsebene mitnehmen. Mhm. Eben, dass wir ihnen wieder menschliche Werte wirklich vermitteln, mhm. Barmherzigkeit, mhm. Wirklich dieses Mitfühlende. Mhm. Weil Gefühle oder künstliche Intelligenzen, das meine ich einfach die ganze Technologie, die heute vorherrschend ist, Technologie ist ja nicht nur negativ, also wenn sie natürlich zur Gleichschwingung der Erde genutzt wird. Aber viele Technologie wird halt eher in eine Richtung gelenkt, wo ich eher problematisch sehe. Und deshalb ist es wichtig, gerade die junge Generation wirklich in ihrem Gefühlsspektrum wieder abzuholen, dass sie einfach auch positiv mit all diesen Einflüssen umgehen können, die jetzt vorherrschend sind auf der Erde. Ja, und da brauchen wir wahrscheinlich wieder die Anbindung an vielleicht uraltes Wissen der indigenen Völker, aber auch Wissen aus spirituellen Quellen. Du bist ja auch ein Medium und bekommst einfach Botschaften und Informationen. Aber wir alle sind ja eigentlich angeschlossen, wenn wir uns dessen wieder bewusster werden. Das ja. ist wahrscheinlich jetzt so die Herausforderung. Und ja. eben, wie du sagst, ja, das Gegenteil ist halt dieses maschinenmäßige Denken. Wir haben irgendwann die Maschinen geschaffen, jetzt wollen die Maschinen, dass wir uns selber wie Maschinen verhalten und dann wird alles, ne? Aber da ist kein Herz, da ist nur noch Logik, nur noch mental. Wie gesagt, auch das ist eine interessante Qualität, aber wenn das ganze Menschsein da gar nicht mehr leben kann, dann merken wir das natürlich, dann verarmt die Seele. Ja. Ja. Und gerade diese indogenen Völker, mhm. die werden heute ja als primitiv betitelt, aber die sind hochspirituell. Ja. Und auch schon in meiner Kindheit, wenn ich auf die Welt hinausgeschaut habe und gewisse Dinge auf der Welt gesehen habe oder was mir beigebracht wurde, habe ich immer intuitiv gefühlt, dass die Menschen in ihrem Ursprung gute Wesen sind. Mhm. Und dass auch die ersten Menschen, die hier auf die Erde gekommen sind,
wirklich gute, lichtvolle Wesen waren. Und es ist wichtig, uns an diesen Ursprung wieder zu erinnern. Und dann kamen nachher natürlich auch Seelen, die eine andere Erfahrung mitgebracht haben. Wir können ja sehen, was daraus jetzt entstanden ist. Und deshalb habe ich das Gefühl, ist auch der Weg eben wieder in dieses Ursprüngliche zurückzugehen. Mhm. Also das bedeutet, die Wissenschaft braucht es natürlich, und es ist auch interessant, dass die Wissenschaft immer mehr auch gewisse Phänomene erklären möchte und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach gewisse Ebenen, und die entstehen vor allem in unserem Herzen, die kann man nicht berechnen oder wissenschaftlich erklären, sondern und um dieses Wissen wussten diese Urvölker. Mhm. Weil gerade die heutige Technologie, also ist ja zum Teil hochspannend, oder dass die ja immer mehr jetzt auch Computer entwickeln, die selber denken können. Also das sind ja nicht mehr Computer, wo man etwas eingibt, mhm, sondern die können selber denken. Und das Interessante ist, dass ja auch die Wissenschaft jetzt nicht nur sich interessiert für technische Intelligenz hier auf der Erde, sondern dass jetzt auch das vermehrt im All jetzt eingesetzt wird. Mhm. Weil was ich hochspannend finde, ist zum Beispiel, dass jetzt gerade vor 2 Monaten hat die US-Regierung, das Parlament, Informationen freigegeben über unbekannte Flugobjekte. Ja, das finde ich ganz spannend, dass es das genau... Im großen Stil, wirklich ganz, ganz viel. Stil, auch genau. Andere Länder sind da mittlerweile offen. Genau, dass das gerade jetzt kommt. Ja, also ja, genau. Kann man sich auch die Frage stellen, warum gerade jetzt? Mhm. Also eine Vorbereitung für die Menschheit oder... was auch immer. Ja, und manche von euch mögen jetzt sagen, boah, jetzt schalte ich ab. Aber ja, es gibt andere Länder, Regierungen, die offen sagen, ja, es gibt diese unidentifizierbaren Flugobjekte, die sagen dann jetzt nicht mehr automatisch außerirdisch, weil es können ja auch Menschen aus der Zukunft sein, die hierher kamen, aber auf jeden Fall Technologie, die wir hier auf Erden nicht haben. Und interessant finde ich daran aus, ich habe auch viel mir angesehen und geforscht, dass eben das jetzt immer offenkundiger behauptet wird, aber immer mit auch wieder einer einseitigen Botschaft, nämlich die sind alle grundsätzlich gefährlich und böse. Und da wird völlig verschwiegen, dass wenn es solche gibt, gibt es mit Sicherheit auch liebevolle, uns helfende Wesen, wie es auch Geistführer und Engel gibt. Ja? Und da sprachen immer schon viele Medien darüber. Und das wird dann auch wieder nicht so groß betont. Das finde ich schon wieder schade, oder? Ja, absolut. Und eben was mich fasziniert ist, dass eben diese technischen Intelligenzen jetzt eben auch im All vermehrt, möchten sie einsetzen. Und da habe ich einfach so gespürt, dass wirklich lichtvolle, außerirdische Intelligenzen. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir die über technische Intelligenz erreichen können. Mhm. Mhm. Weil viele Menschen haben schon seit vielen, vielen Jahren Kontakt zu der geistigen Welt. Aber da kommunizieren wir über die Herzenergie. Oder das ist die richtige Frequenz. Weil auch wenn wir jetzt diese technischen Intelligenzen ins All senden, sie können ja nicht fühlen. Oder sie können vielleicht über Teleskope gewisse Frequenzen aufnehmen und so weiter. Aber die Kommunikation oder die Co-Kreation mit der geistigen Welt findet ganz anders statt. Ja. Und das werden die Menschen jetzt immer mehr spüren. Mhm. Also das ist die Entwicklung, die ich wahrnehme, dass die Menschen immer mehr über das Herz erfahren, dass es da ganz verschiedene Bewusstseinsebenen gibt, wo sie ganz natürlich kommunizieren können. Und das kann man so in dem Sinn wissenschaftlich nicht belegen. Aber ich finde es trotzdem schön, versucht die Wissenschaft, sich diesem Phänomen mehr anzunehmen und nimmt dieses Phänomen immer ernster. Also von dem her sicher ein großer Schritt. Ich finde es gerade super spannend. Ich finde es ganz aufregend, dass das Gespräch jetzt in diese Richtung geht, weil ich liebe dieses Thema nach wie vor. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also ich habe immer schon ein großer Science-Fiction-Fan und ich fühlte immer schon eine gewisse Wahrheit, dass wir nicht alleine sind. Ja? Und nur so als Beispiel für euch zur Recherche. Es gibt einen Dr. Stephen Greer, der hat schon 2001 ein sogenanntes Disclosure-Projekt ins Leben gerufen, wo er ganz viele ehemalige Admiräle und Generäle und wichtige Leute versammelt hat, die alle gesagt haben, ja, wir haben diese
Forschungen, ja, es gab diese Begegnungen immer wieder, die gab es immer wieder. Und dieser Stephen Greer, und das ist jetzt der Punkt, der genau zu dem passt, was du sagst, der sagt, es gibt aber auch noch eine andere Ebene, wie wir Kontakt aufnehmen können zu den Guten, nämlich in Meditation. Und da gibt es auch erstaunliche Erkenntnisse und Informationen, die dann rüberkommen. Wir können es nicht beweisen, wir wissen es nicht, aber ich finde es sehr, sehr aufregend, diesen Gedanken, dass sich da möglicherweise irgendetwas öffnet und vielleicht zu einer zukünftigen Kommunikation wird. Also lustigerweise habe ich gerade mit Sudai wie im Gespräch auch über Ähnliches gesprochen. Das ist lustig, wie von selbst ergibt sich das jetzt gerade. Und wer weiß, wir wissen es nicht. Also da mal den Raum zu öffnen, und gerade in Deutschland ist es ein schwieriges Thema. Die Regierung sagt ja immer, oh, sorry, Quatsch, UFOs gibt es doch gar nicht. Werden andere Regierungen, wie gesagt, offen damit umgehen? Ja, dieses Thema wird vielmals belächelt in der Gesellschaft. Und trotzdem haben viele Jahre, schon seit vielen Jahren, sehen Menschen diese Wahrnehmungen. Und jetzt, genau jetzt, in dieser Zeit, wo wir leben, wird die Wissenschaft vermehrt aufmerksam gemacht auf dieses Phänomen. Also nicht nur das Militär und die Politik, sondern wirklich auch die Wissenschaft hat sogar, also die US-Regierung hat auch ein Projekt jetzt gestartet, ganz bewusst, sich diesen Phänomen mehr anzunehmen. Also es ist schon ein Thema, das jetzt immer mehr unter die Menschen kommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch dass gewisse Menschen auf der Erde wahrscheinlich schon länger wissen, dass es diese Phänomene gibt, aus irgendwelchen Gründen werden sie jetzt immer mehr an die Oberfläche kommen, was das auch immer für Gründe sind. Ja, faszinierend. Pavlina Klemm war auch neulich hier, die ja auch mit den Plejaden in Kontakt ist, die irgendwann gesagt hat, ich bin eigentlich selber auch eine Plejaderin. Also da gibt es auch wieder interessante, ja, wir sind nicht allein. Okay, das heißt, wir können schon hoffen, sind aber im Moment in einer eher komplizierten Zeit, ne, wo vieles auch negiert wird und wo versucht wird, ganz klare Meinungen vorherrschen zu lassen. Und trotzdem gibt es ja Herzensmenschen genug, die sich jetzt zusammentun und irgendwie diesen neuen Weg gehen. Ja, absolut, ja. Und wichtig ist einfach, dass wir eine ganzheitliche Sicht bekommen, oder? Weil es gibt natürlich eben diese, ich sage jetzt mal, diese materialistischen Kräfte oder alten Energien, die versuchen jetzt natürlich gewisse Wahrheitslöcher zu stopfen, um natürlich auch das zu beschützen, was sie sich aufgebaut haben. Richtig, die alten Institutionen sollen alle weiter bestehen bleiben, wir verdienen ja sein Geld mit und so. Ja. Ganz genau. Und wichtig ist einfach, dass wir das erkennen, aber nicht dagegen kämpfen, so wie sie es machen würden. Weil wer gegen die Dunkelheit kämpft, ist selber in der Dunkelheit. Sondern der neue Weg ist die stille Revolution der Liebe. Das ist aber schön gesagt. Ja. Das bedeutet, dass wir innerlich uns einfach eben mit dem Licht verbinden, das Licht aufrechterhalten, weil da kommt etwas Wichtiges dazu. Also das war so mein ganz persönlicher Weg, wo ich für mich immer mehr so diese Erfahrung gemacht habe. Viele Menschen haben ja das Gefühl, es ist ein Kampf zwischen Licht und Dunkel. Und aus meiner subjektiven, intuitiven Wahrnehmung, also es ist ja immer subjektiv, was ich erzähle, aus einem inneren geschauten Wissen, nehme ich das wahr, dass das Licht nicht gegen die Dunkelheit kämpft, sondern dass das Licht sich eigentlich zur Verfügung stellt, und da hat die Schöpfung sich eine schwierige Aufgabe gestellt, dass das Licht sich zur Verfügung stellt, dass sich die Dunkelheit darin erfahren kann, um wieder ins Licht zu kommen. Schönes Bild. Weil das Erste, was es gab, war Licht. Die Dunkelheit hat sich hat es Aspekte gegeben, die sich vom Licht gedrängt haben. Das bedeutet, die Dunkelheit fordert das Licht heraus, aber nicht das Licht die Dunkelheit. Das bedeutet, wenn wir uns verbinden mit dem Licht, müssen wir nicht gegen die Dunkelheit kämpfen, sondern nur das Licht aufrechterhalten und erkennen, dass die der Dunkelheit eine Möglichkeit geben, zurück ins Licht zu finden. Und dass wir auch vertrauen, dass auch in der oberen Etage der Pyramide, dass es auch da ein paar Seelen gibt, die vielleicht umkehren, die diese neue Energie mitbekommen und dann auch auf einmal umkehren und dieses neue, lichtvolle unterstützen. Ich habe das Gefühl, auch jedem wird verziehen, der umkehrt.
Und wichtig ist, dass das aber in uns selber stattfindet. Weil wir können im Außen, können wir nicht diese Sicht entwickeln, wenn wir nicht in eine Akzeptanz gehen mit unseren eigenen Gefühlen. Das bedeutet zuerst mal die eigenen dunklen Aspekte erhellen im Licht. Und nicht auflösen oder auslöschen, sondern sie einfach nicht wahrnehmen. Nicht verdrängen, übertreiben, sondern... Genau. Ja. Sondern sie einfach, einfach eine Kerze, ein Licht anzuzünden in den eigenen dunklen Hallen. Und dann können wir einfach auch im Außen das Licht hochhalten und einfach die Kerze anzünden, ohne jetzt mit der Kerze da etwas verbrennen zu wollen. Vielleicht zu diesem Licht nochmal nachgefragt. Licht, unser Licht halten heißt ja bewusst werden, wach sein, im Herzen sein. Oder gibt's da noch, hast du noch so zwei, drei Hilfen, die sozusagen jetzt helfen, wenn Leute dazuhören, sagen, boah, ich bin immer wieder in der Angst und ich komme da gar nicht so zurecht. Wie können wir dieses Licht bewahren, beschützen, verstärken? Ja, also das eine ist, zu lernen, in eine Akzeptanz mit den Gefühlen zu kommen. Das bedeutet, zu erkennen, dass im oberen morphogenetischen Feld in jedem, also im Ursprung jedes Gefühls Licht ist. Das bedeutet, das gibt uns ein Unterscheidungsvermögen, dass wir im Außen zwischen Recht und Unrecht unterscheiden können, aber das können wir nur in der Akzeptanz des eigenen Gefühlsspektrums. Das bedeutet, dass wenn wir zum Beispiel in Situationen kommen, zum Beispiel, ich bringe jetzt mal ein einfaches Beispiel. Zum Beispiel, als ein Kind erlebt auf dem Schulhofplatz, die streiten zusammen und jemand wird geschlagen. Dass dieses Kind in eine Akzeptanz geht mit der Wut und dem Schmerz, das es in dem Moment fühlt, aber sich nicht identifiziert mit der Geschichte. Und durch die Akzeptanz des Schmerzes kann es die Situation ganzheitlicher sehen. Also es kann dann anders damit umgehen, aber wenn es dann das Gefühl unterdrückt und in die Geschichte reingibt, dann gibt es immer ein Opfer und einen Täter. Und das ist der Krieg und das ist eine Endlosspirale. Stattdessen immer wieder das Gefühl fühlen, Geschichte loslassen, Gefühl fühlen. Ja, und dann spüren wir sind gehalten in jedem Gefühl. Das, das ist eigentlich wie, dass eigentlich Gottes Hände jedes Gefühl auffangen. Und in dieser Ko-Kreation mit Gott können wir die Situation ganzheitlicher betrachten. Das ist der erste große Schritt. Und ein weiterer Schritt ist, dass wir uns nicht mehr quer verbinden, also nicht immer ständig die Augen auf das richten, was nicht stimmig ist, also auf die gespaltenen Energien, auf die trennenden Energien, sondern uns nach oben, die Antennen und die Fühler nach oben ausrichten und aus dieser Ko-Kreation heraus in die Welt hinausschauen. Also, dass wir die Aufmerksamkeit abziehen vom Negativen, ohne das Negative natürlich zu ignorieren. Das ist die Kunst. Also beobachten, wahrnehmen ist ja manchmal auch wichtig, um zu wissen, was wird gesprochen, wie ist das einzuordnen, aber sich nicht identifizieren. Ja. Und immer wieder feststellen, was weiß ich denn? Ich kann es ja gar nicht wissen, was da behauptet wird. Ich kann nur erstmal wahrnehmen und es hat letztlich gar nicht so viel mit mir zu tun. Mein Weg ist der Herzensweg. So, das ist wichtig. Ja, und ich mag es immer, so ganz einfache Bilder zu machen. Gerne. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, also wir leben in einem Informationspool. Und das sind lichtvolle Energien und das sind spaltende Energien. Und die sind immer da. Oder da können wir schützen, machen, was wir wollen. Wir leben in diesem Informationspool. Aber wir entscheiden, wie gehen wir in Resonanz mit diesen verschiedenen Informationen. Oder schauen wir ständig den grauen Wellen nach oder schauen wir den lichtvollen Wellen nach. Ja. Und umso mehr wir die Aufmerksamkeit vom Spaltenden abziehen, umso weniger geht es in Resonanz mit uns. Das bedeutet aber nicht, dass wir es ausblenden, sondern dass wir es einfach stehen lassen und nicht immer mit dem Negativen etwas machen. Weil wenn wir gegen das Negative kämpfen, ermächtigen wir es oder es wird aufmerksamer. Und wenn wir es ignorieren, dann hat es uns eh schon übernommen. Dann erkennen wir es nicht einmal. Sondern es geht darum, es wahrzunehmen, aber immer wieder bewusst die Aufmerksamkeit auf das stärkende, aufrechterhaltende, lebensfördernde zu lenken. Und dann schwächen wir automatisch diese gespaltenen Kräfte in uns und auf der Erde. Weil alles, was ja im Mikrokosmos ist, ist auch im Makrokosmos. Und das ist da verbunden. Das äußere Universum ist
ist das innere Universum. Wir sind eingebettet in eine multidimensionale Welt. Also zuerst fängt es bei uns selbst an. Mhm. Deshalb auch die neue Welt beginnt in deinem Herzen. Mhm. Sehr schön, ja. Und ich glaube, wichtig ist auch sozusagen, warum schaue ich mir denn diese ganzen äußeren Meinungen an? Was ist da im Äußeren für Drama, das ich ständig verfolge? Wie sehr hat das mit mir zu tun? Brauche ich denn dieses Drama? Warum brauche ich es? Weil ich vielleicht in mir die Dramatik noch gar nicht aufgelöst habe. Vielleicht bin ich selber traumatisiert und darf erstmal bei mir anfangen, mich zu entspannen. Und dann bin ich automatisch gar nicht mehr so in Resonanz mit all diesen äußeren Meldungen, Nachrichten, oder? Also ich habe das Gefühl, die ganze, also ich glaube, jede Seele auf der Erde ist irgendwo in einem Trauma. Und ich habe das Gefühl, es geht gar nicht unbedingt darum, sich vertieft mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, sondern mehr mit dem Gefühlsspektrum. Ja, okay. Also das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Trauma erlebt haben, irgendetwas, dass wir mehr mal schauen, wie fühlt sich das an und nicht, was ist die Geschichte dahinter. Wieder dieses ins Fühlen kommen. Weil diese Art Trauma widerspiegelt sich immer wieder in unterschiedlichen Situationen. Genau, es und ich kann forschen, weil es in der Kindheit, vielleicht im früheren Leben hat es schon begonnen und dann kann ich mich auch drin verlieren. Ja, es hat einen Ursprung auf verschiedenen Ebenen, weil wir ja multidimensional sind. Ja, ja. Also dieses Trauma findet auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig statt. Und statt in all diese Geschichten zu gehen, auf diesen verschiedenen Ebenen, gibt es einen direkteren Weg, sage ich mal, in dem wir einfach schauen, was ist das Gefühl dahinter. Mhm. Und durch das Tiefergehen in dem Gefühl, es ist wie ein freier Fall ins Gefühl, es ist wie ein Sterben im eigenen Gefühl und dann wiedergeboren werden. Mhm. Und so lösen wir uns von der Identifikation der Geschichte. Das ist der, ich sage jetzt mal, der fünfdimensionale Weg. Mhm. Schön. Nicht ein dreidimensionaler Weg, wo wir immer wieder durch verschiedene Dinge und Geschichten durchgehen müssen, dann irgendwann mal ankommen oder nicht, sondern dass wir uns wie durch das authentische Fühlen in ein erweitertes Bewusstsein hineinschwingen. Ja, wunderbar. Naja, und da können wir uns wirklich gegenseitig unterstützen und erinnern. Ne? Also ich glaube, das ist auch wichtig. Es braucht ja nur die Erinnerung und dann wissen wir ja natürlich, ich bin ein multidimensionales Wesen. Ich habe auch Gefühle, ich nehme auch ganz andere Energien wahr. Gut, wir sind mittendrin im Tunnel in der Wendezeit. Es braucht noch eine Weile. Was hilft uns vielleicht noch, ich sag mal, durchzuhalten, noch klarer sein Licht zu leuchten? Gibt es noch Tools, die dir einfallen, die Menschen helfen, die jetzt gerade zuhören? Also vor allem sich wirklich ganzheitlicher mit der Thematik auseinanderzusetzen. Mhm. Also schon sich informieren, schon wirklich die Sachen anschauen. Ja, aber eben auch sich verschiedene Dinge anzuschauen. Ja. Oder das Bewusstsein ist wie ein Kuchen. Und wenn wir nur immer aus einer Perspektive schauen, dann kennen wir nichts anderes und wir bewerten aus dieser Sicht heraus. Und deshalb finde ich es eben auch schön, zum Beispiel jetzt auch Mystica TV, ihr habt immer interessante Gäste, die mal vielleicht auch mal eine andere Sicht vermitteln oder dass man mal mit Menschen spricht oder mit unterschiedlichen Menschen spricht, die unterschiedlich denken oder fühlen, ohne sich gleich immer mit einer Ansicht zu identifizieren, dass man einfach ein bisschen das Bewusstsein ausdehnt und einfach ganzheitlicher alles betrachtet. Mhm. Also wir müssen schon, ich würde mal sagen, ein bisschen die Fenster öffnen. Ja. Schon wichtig, dass wir nicht in ein einseitiges Denken hineinfallen. Mhm. Und das ist die Zeit, wirklich. Ja. Und schon auch den Mut zu haben, vielleicht mal eine Vision zuzulassen, weil dann haben wir den Bogen wieder zu die neue Welt beginnt in deinem Herzen. Da werden wir im Herzen schon wissen, wie wünsche ich mir eigentlich eine liebevolle Welt, in der wir uns gegenseitig unterstützen, in der auch die Spiritualität wieder eine gewisse Rolle spielt. Wenn ich das in mir immer mehr etabliere, strahle ich damit ja auch was aus. Ne? Ja, und Spiritualität ist eigentlich uncool. Eben, ich finde es super. Riesenspaß. Also eben, es ist ja in früheren Zeiten, oder da waren die einen waren geistig, die anderen stofflich und all das. Ja. Und jetzt geht es ja wirklich darum, eben mehr in eine Co-Kreation zu kommen. Eben zu erkennen, dass wir eine materielle, physische Welt haben, aber eben auch eingebettet sind in eine geistige Welt.
Und das immer mehr zu verbinden, das ist die neue Zeit. Und da sind wir jetzt, es macht auch Spaß, sich ganzheitlicher zu fahren. Genau, und da sind wir mittendrin statt nur dabei. Ich danke dir, schön, wunderbar. Das war ein sehr schöner, spirituell-philosophische Betrachtung in der Zeiten, in der wir uns befinden. Und mal sehen, wie es weitergeht. Wir bleiben dran, unterstützen uns gegenseitig. Weg des Herzens, ihr Lieben, das ist es. Alles Gute, bis bald. Und ich danke dir, liebe Nadine. Dankeschön. Danke dir.